Das hier ist der super klassische Anblick einer Minecraft-Welt, die mehr oder weniger jeder von euch kennen sollte. Also, an die Leute, die das hier nicht kennen, das ist Skyblock. Mehr oder weniger der absolute Klassiker von Minecraft. Vermutlich die Minecraft-Map mit den meisten Downloads. Und ich habe mir gedacht, das ist tatsächlich das allererste Mal, dass ihr Skyblock hier auf meinem Kanal sehen werdet. Aber es ist bei mir ein bisschen abgewandelt, denn wir spielen einen Skyblock-Randomizer. Wir werden das Ganze hier heute ein bisschen anders erleben. Das, was wir momentan hier haben, ist eben, ja, diese Insel mit einem Baum, einer Kiste. Und dort drüben haben wir eine weitere Insel, zu der wir noch später kommen werden. Das, was uns aber hier erwarten wird, sind zwei große Randomizer, die uns helfen werden, tatsächlich Minecraft durchzuspielen. Das wird das große Ziel sein. Wie das genau machbar sein soll und wie lange das dauern wird, weiß ich selber noch nicht ganz genau. Aber was ich weiß, ist, dass ihr das Ganze erstmal unterstützen könnt. Mit einer positiven Bewertung. Würde mich riesig freuen. Ist ein einziger Klick. Ein einziger Klick ist auch, by the way, ein Sub. Deswegen, ihr könnt sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Würde mich riesig unterstützen. Wir haben das vielleicht sehr, sehr große Ziel, 2 Millionen Abonnenten dieses Jahr noch zu knacken. Ihr könnt mit jedem einzelnen Klick, mit jedem einzelnen Sub, könnt ihr da mithelfen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das ganze Format, das ganze hier so findet. Ja, okay. Dann haben wir das erstmal soweit geklärt. Das, was wir hier haben, ist einerseits diese Kiste. Wir haben unseren Lava-Eimer und einen Eisblock. Das sind die zwei Sachen, die, nun ja, wie soll ich euch sagen, damit können wir eine Sache machen. Sehr praktisch, aber wir werden wahrscheinlich daraus keinen Cobblestone bekommen. Also mit einem Cobblegen gibt es keine Cobblestones und ich glaube, damit könnt ihr euch schon mal ganz gut herleiten. Ein Randomizer wird wahrscheinlich ein Block-Randomizer sein. Momentaner Stand der Dinge ist so, wir haben nicht gerade viele Blöcke, die wir gerade abbauen können, um eben randomized Sachen zu bekommen. Heißt, wir könnten jetzt unfassbar viel Pech haben, aber auch unfassbar viel Glück, wenn ich gleich Grasblöcke abbaue. Ich würde ehrlich gesagt sagen, starten wir den Timer und wir beginnen mit einem Mini-Projekt. Keine Ahnung, ich weiß selber noch nicht so ganz, ob das vielleicht mehrere Folgen werden oder ob das eine große Folge wird. Ich weiß ja nicht, wie groß unser Glück sein wird. Wir könnten eventuell was richtig Krasses jetzt direkt bekommen oder eben nicht. Dazu muss man sagen, jeder Grasblock wird mir immer wieder dasselbe Item geben. Jeder Dirtblock wird mir auch immer wieder dasselbe geben. Deswegen wäre es echt gut, wenn es jetzt halt wirklich was sehr, sehr Gutes ist. Meine Damen und Herren, wir beginnen mit einem Grasblock, der uns eine Prismarine Brick Slab gibt. Yes, ja, also es ist zumindest für den Anfang erstmal ein Block. Mit einem Block können wir erstmal ein bisschen anfangen. Also das ist erstmal soweit okay, denn unser Ziel wird auf jeden Fall sein, einerseits zu dieser Insel dort hinten rüber zu kommen. Wir brauchen auch ein paar Blöcke, um vielleicht hier noch ein bisschen, sage ich mal, sowas zu machen. Ich glaube, ihr könnt mir soweit erstmal folgen. Und das ist erstmal ordentlich. Ich muss ja auch dazu sagen, während ich jetzt mal ganz kurz noch mal ein paar Blöcke hiervon mitnehme, ich habe ja auch erst vor kurzem das allererste Mal One-Block gespielt. Und unser One-Block-Projekt ist ja auch ein bisschen eskaliert. Das soll hier eigentlich jetzt nicht, das soll jetzt wirklich nicht hier der Plan sein. Und ganz wichtig, na klar, wir können diese Blöcke jetzt hier noch weiter drumherum platzieren, dass wir gleich noch ein paar Items aus diesem Baum bekommen. Aber wir können natürlich jetzt auch einen neuen Block, und zwar diese Prismarine Brick Slab, können wir ja wiederum auch abbauen. Und zwar wird uns diese Netherite Ingot geben. Also, man muss dazu sagen, für einen Randomizer-Battle, Monster-Army-Battle, für irgendwas, wo wir halt immer wieder richtig krasses Equipment brauchen, super praktisch. Ich weiß aber momentan noch nicht so ganz, ob ich mich darüber freuen kann. Es ist ein super krasses Item, mit dem wir uns auf jeden Fall später noch vielleicht krasse Sachen machen können. Aber momentan für uns noch nicht so sonderlich von Vorteil. Ja, und vor allem ist die Kette jetzt hier beendet. Für den aktuellen Zeitpunkt. Hätte ja sein können, dass wir jetzt erstmal nochmal einen anderen Block bekommen, wieder den Block abbauen können und dann wieder den Block abbauen können und immer so weiter. So ist das aber erstmal eine Sackgasse. Ist aber nicht so schlimm. Wir kriegen erstmal noch ein paar mehr von diesen Kollegen und wir wissen, mit Dirt bzw. Grasblöcken haben wir rein theoretisch einen Netherite Beacon. Es soll Leute geben, die sich über 24 Stunden hingesetzt haben, um das Ding so zu farmen. Und ich könnte es mir vorstellen, in dieser Welt könnten wir das vielleicht ohne Probleme schaffen. Ich kann euch auch, by the way, sagen, Dirt wird ein anderes Item jetzt uns geben. Ich überlege mal so ein bisschen, ob ich mir das noch aufhebe oder ob wir uns erstmal um den Baum kümmern. Ich glaube, es ist erstmal schlau, wenn wir uns jetzt direkt um Dirt kümmern. Und wir müssen eigentlich, was wäre jetzt das krasseste Item? Was wäre so die krasseste Sache, die ich mir aus Dirt wünschen könnte? Eigentlich Holz. Auch wenn ich einen Baum habe, werden wir wahrscheinlich jetzt nicht direkt Holz haben. Und die Wahrscheinlichkeit, Holz zu bekommen aus den ganzen Items, die es in Minecraft gibt, ist unfassbar gering. Aber ich kenne noch mein Glück. Ja, ich kenne mein Glück. Und mein Glück sagt mir, dass wenn du kommst
dass das eine ganz, ganz üble Kombination ist. Bro, du verfolgst mich in jedem Projekt, in jeder Challenge. Es ist egal, seit wie vielen Jahren. Alles, was Ewigkeiten dauert, Tage, Wochen, hat immer wieder mit dir irgendwas zu tun. Okay, unser erster Mitbewohner. Hey, willkommen. Und das ganz, ganz Gute an der Sache ist, er hat ja wirklich interessante Traits. Traits, die uns mit Emeralds verschiedenste Blöcke geben können. Bäume, Korallenblöcke, Blumen. Wir kriegen auch Eisen, also Wassereimer. Also, ihr wisst ja selber, die haben richtig praktische Sachen teilweise. Nur fehlt's mir da momentan an Emeralds. Ja, yeah. Es gibt momentan keine Emeralds für uns. Die werden wir vielleicht noch später bekommen. Und, ihr beiden, ihr lasst mich dann einfach mal mein Ding machen, okay? Wir haben momentan noch zwei weitere Blöcke. Einmal die Leaves und einmal die Logs. Wenn wir die Baumstämme abbauen, dann kriegen wir am Ende trotzdem ja Setzlinge gedroppt, weil so funktioniert halt einfach ein Baum. Da greift halt nicht der Block-Randomizer. Sehr praktisch, denn ich würde sehr gerne die Saplings halt auch wieder zurückbekommen, damit ich neue Bäume pflanzen kann, damit ich die super overpowerten Sachen aus dem Holzstamm bekommen kann. Ich hoffe, das sind wirklich overpowerte Sachen, die wir aus dem Holzstamm bekommen können. Ja, ich habe da noch so meine Zweifel. Starten wir doch erstmal mit einem Leaf. Was gibt uns ein Oak Leaf? Also das müsste Eiche hier sein, ist es. Wir bekommen einen magenta gefärbten Banner. Okay, soweit so gut. Daraus bekommen wir wieder einen Waxed Cut Copper. Was sagt ihr dazu, Jungs? Nicht schlecht, oder? Wir bekommen jetzt erstmal, okay, Quarzblock. Quarzblock, also okay. Wir haben erst den Copperblock, dann Quarz. Und jetzt bekommen wir ein Ei. Das ist, glaube ich, unfassbar gut. Denn mit einem Ei haben wir, mit ein bisschen Glück, Hühner, haben wir Essen, haben wir rein theoretisch noch die erste automatisierbare Farm. Und das innerhalb von 7 Minuten. Aber das sind jetzt erstmal noch Träume, die wir haben. Und wir sollten uns jetzt erstmal darum kümmern, diesen Baum hier abzubauen. Jungs, ihr drückt mir jetzt wirklich die Daumen. Ich brauche wirklich das absolute Glück. Und zwar erstmal den Holzstamm. Ich habe Angst. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Ich hoffe, meinetwegen, danach haben wir halt erstmal keine Blöcke mehr. Und dann müssen wir uns halt wirklich was einfallen lassen, wie es nämlich weitergehen kann. Oh mein Gott, wir kriegen wirklich Holz. Wir kriegen wirklich Holz. Das ist Cherryholz. Cherryholz aus einem Oakstamm. Dadurch kriegen wir einerseits unseren Baum ein bisschen merkwürdig verziert, aber haben damit gleichzeitig so viele Sachen. Oh mein... Bro, warte mal, jetzt geht's aber richtig los. Dadurch haben wir so viele Möglichkeiten, Sachen zu machen. Mit Bambus haben wir, selbst wenn wir gleich keine Setzlinge bekommen sollten, so oder so unendlich Holz. Das heißt, Bambus läuft, Bambus wächst. Dadurch haben wir unendlich viel Holz. Und wir können uns jetzt erstmal darum kümmern. Cherry Planks, Cherry Pressure Plate. Und wir können auch noch einen Button machen. Wir können so vieles machen. Zack, zack, zack. Jungs, ein bisschen Sicherheit. Ein bisschen Sicherheitsabstand. Basti muss hier ein bisschen kochen, alright? Also, Cherry Plank. Kriegen wir eine Beehive. Vielleicht nochmal gleich einen Bienenspawn. Egg. Gold Nugget. Ja, würde an sich bedeuten, wenn wir genügend Bäume anpflanzen, dass wir unendlich Gold haben. Eigentlich. Ja, an sich schon. Und wir haben den Button. Und der gibt uns einen Apfel. Und damit sollten die Essensprobleme auch erstmal gelöst sein. Wie wir den Kollegen durch 3 teilen, weiß ich momentan auch noch nicht. Aber wir lassen uns da was einfallen. Heißt für meinen Teil, ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass wir den Baum komplett abbauen und hoffentlich eine Menge Setzlinge rausbekommen. Also mindestens halt einen. Weil ansonsten haben wir ein ganz großes Problem. Weil das ist halt immer wieder... Also das ist halt wirklich der Knackpunkt bei so einem Skyblock. Oh, hier unten haben wir auch Batchrock. Das wusste ich nicht mal. So, einen Stick bekommen wir. Also ihr seht, die Drops sind normal. Jungs, alles klar, lasst euch die Milch schmecken. Stimmt, warte mal, wir könnten momentan Goldäpfel machen. Okay, sehr wichtig. Den Setzling, den platzieren wir direkt auch wieder. Bambus können wir auch direkt schon mal abbauen. Zeig mal her, was hast du denn? Es kommt halt wie gerufen. Es läuft ein bisschen unheimlich zu gut. Vielleicht ist auch mein Randomizer-Glück momentan overpowered. Aber wir können uns direkt halt schlafen legen, denn grünes Bett passt sogar farblich zu meiner Insel. Ja, wunderbar. Beehive können wir auch direkt abbauen. Mal gucken. Vielleicht ein Disk-Fragment. Kennt man sonst aus Ancient Cities, kann man sich den Recovery-Kompass machen. Der zeigt dir deinen letzten Todespunkt an. Ja, weiß gar nicht, ob das für uns relevant ist, weil orientierungstechnisch, ich glaube nicht, dass ich momentan Schwierigkeiten haben sollte, mich auf diesen paar Quadratmetern zurechtzufinden. Sterben ist, by the way, würde ich sagen, erlaubt. Ich habe mir jetzt darüber nicht so viele Gedanken gemacht, aber ja. Und ich kann euch ja meinetwegen schon mal sagen, was ein weiterer Randomizer in diesem Projekt ist. Denn ich möchte ja wirklich Minecraft durchspielen. Und um Minecraft durchzuspielen, in einer Welt, in der es keine weiteren Strukturen gibt. Also ich kann euch so viel sagen, diese
gesamte Welt ist überall voll mit Himmel. Also hier kommt halt nicht irgendwo hinten mal ein Stronghold. Das heißt, das Stronghold muss zu uns kommen. Und damit verbunden brauchen wir Endportal-Frames. 12 Stück an der Zahl. Und die Dinger zu bekommen, das könnte echt sehr, sehr tough werden. Deswegen haben wir das große Glück, neben dem Block-Randomizer auch einen Monster-Drop-Randomizer zu haben. Das bedeutet, jedes Monster droppt jedes Mal random Sachen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei euch ist, weil ihr droppt mir ja normalerweise nichts. Ihr könnt Unsichtbarkeitspotions wie auch Milcheimer droppen, aber wenn ich euch jetzt einfach so auskritte, kriege ich dann was von euch? Und übrigens, es sieht hier gerade nicht so rosig aus. Also ja, okay, einen Setzling haben wir, aber ich würde sehr, sehr gerne halt noch einen zweiten Setzling bekommen. Zwei haben wir noch. Jungs, ihr gönnt nicht so richtig. Ihr müsst auch mal ein bisschen die Daumen drücken. Danke. Also das war top. Macht weiter so. Hilfe. Nicht schlecht. Okay, damit haben wir auch einen Setzling. Und nicht vergessen, wir haben ja immer noch unseren Kabel-Gen. Und eine Kiste können wir rein theoretisch auch abbauen. Mit den Holzblöcken können wir auch eine Menge machen. Ich glaube, wir sollten uns erstmal alles zu Planks machen. Wir machen uns mal ein Crafting-Table. Den könnten wir rein theoretisch auch noch abbauen. Aber, ja, das Bett. Das Bett können wir auch abbauen. Bambus wächst ja sowieso. Damit kriegen wir Blue Concrete Powder. Damit machen wir uns ein Copper-Ohr. Kupfererz. Okay. Dauert jetzt erstmal eine Weile, aber das geht in eine gute Richtung. Nether Bricks. Okay. Können wir später auch nochmal zu Blöcken machen. Aber jetzt erstmal... Naja, ist halt die Frage. Mache ich jetzt das oder ist das so ein bisschen... Weiß ich nicht, ob ich jetzt... Sollte ich sparsamer mit meinem Holz umgehen? Aber eigentlich, ich muss doch jetzt herausfinden... Ich muss doch wissen, was für Sachen ich hier rausbekommen kann. Und gerade mit dem Holz... Leute, wir müssen das halt machen. Ich will wissen, der Randomizer muss mir sagen... Was es so gibt. Weil momentan kriegen wir eh neues Holz. Es sei denn, ihr sabotiert das Ganze hier ein bisschen, Jungs. Hä? Hanging Roots. Soweit ich weiß, muss man die Dinger eigentlich von unten placen. Ansonsten werden sie auch nicht hängend. Und damit bekommen wir einen Lichtblock. Den gibt es eigentlich nur in Creative. Aber ihr habt auch schon gesehen, Spawn-Eier können wir auch bekommen. Das ist sehr gut. Damit können wir stabil ausleuchten. Kennt ihr vielleicht aus Craft Attack? Voll gut. Dann könnten wir auch erstmal damit stabil... Ja, so für Monsterfarm und so ist das gut. Exposed Copper. Ja, kupfermäßig hatten wir schon eine Menge. Erst das Erz, dann den gewachsten. Gefällt mir aber. Also ihr merkt schon, wir bekommen auf jeden Fall eine Menge interessanter Sachen. Alright. Orangene Farbe. Damit können wir unser Bett umfärben, wenn wir gleich nochmal einen weiteren Bambusblock bekommen. Ist schon wieder gewachsen. Ich würde so gerne einen Netherite-Block gleich mal machen. Dazu bauen wir halt noch 7 Dirt. Aber erstmal machen wir uns ein orangenes Bett. Das bauen wir wieder ab und bekommen eine Schere. Unser allererstes Werkzeug, mehr oder weniger. Ist okay. Und die Kupferblöcke können wir an sich auch noch weiter oxidieren lassen. Ist ja auch nochmal eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Dadurch bekommen wir mit der Zeit ja noch weitere Sachen. Gut, dann kümmern wir uns mal darum, dass wir unsere Welt noch ein bisschen weiter entstellen. Und naja, bauen wir uns halt mal ganz kurz... 7 von diesen Slabs ab, damit wir mal einen Netherite-Block haben. Ich sag euch ehrlich, jeder von euch will doch wissen, was ein Netherite-Block ist. Wunderschöne Textur. Ich mag sie sehr. Irgendwann müssen wir daraus mal was bauen. Aber vielleicht ein andermal. Vielleicht in diesem Projekt. Aber das kann jetzt erstmal eine Weile, by the way, dauern, bis wir den abgebaut bekommen. Aber was anderes als warten, können wir so oder so nicht. Deswegen, nun ja. Ja, also die Hände tun langsam ein bisschen weh. Die Jungs hier oben könnten mir auch mal ein bisschen helfen, aber die sind momentan, die passen auf den Baum auf. Die machen momentan ihr Ding. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, Alter. Ja, ist gar kein Problem, Bro. Ist gar kein Problem. Nee. Oh mein, okay, jetzt, okay. Nicht schlimm, wir haben ja noch einen weiteren Setzling. Den dürfen wir aber dann auf gar keinen Fall abbauen, weil wir bekommen halt keinen Setzling mehr da raus. Dann bauen wir einmal den Kollegen ab, kriegen daraus infeste Deep Slate. Traumhaft. Mal wieder ein Kupferblock. Raw Copper. Nee, lasst stecken eure Potions, Jungs. Bauen wir erstmal ganz kurz den Kupferblock ab. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl hier gerade. Kupferblock, Raw Copper, come on. Nee. Das ist Bro. Also jetzt geht's aber langsam los. Mein allererstes Rüstungsteil ist eine Elytra. Eine Elytra. Hallo. Leute, checkt ihr? Also mal ganz kurz. Wir haben keine Raketen. Und das ist noch nicht so krass. Aber ich stehe hier auf einem Netherite-Block mit einer Elytra. Und das nach 20 Minuten. Stark. Sehr, sehr gut. Unfassbar. Also irgendwie bringen sie mir vielleicht auch ein bisschen Glück. Hoffen wir auf jeden Fall mal, dass ich diesen Block jetzt in Ruhe abgebaut bekomme. Ja, Leute. Ich sag euch so viel. Die Hälfte des Videos habe ich damit gefüllt bekommen, Netherite-Blöcke abzubauen.
Haha. Diesmal wird uns das Ganze gelingen und ich hoffe, dass wir jetzt auch wirklich was Stabiles jetzt hier rausbekommen werden. Also das schlimmste Item wäre so eine CD. Music Discs wären so mit das Lowste. Und der Block sieht sehr kaputt aus mittlerweile. Ich präsentiere ihn. Das Netherite Block Item. Und zwar haben wir... Bro, er guckt mich an. Er guckt mich an. Geh weg. Geh weg. Okay, wenn er jetzt gleich vor mich läuft, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Video 1 im Kasten. Ist er aber nicht. Und wir haben eine Eisentür bekommen. Mag sein, dass es nicht krass ist, aber mit einer Eisentür geht es auf jeden Fall erstmal weiter. Und es kann ja sein, dass hinter der Eisentür sich was unfassbar Krasses verbirgt. Und ich glaube, mit der Hand dauert das Ding... Oh mein Gott, kann bitte einfach der Baum wachsen? Ich brauche eine Spitzhacke. Eisentür bringt uns wiederum zu einem Brain-Korallblock. Oh nein. Allein, dass wir jetzt einen Korallenblock haben, bedeutet, von diesen gibt es zwei Varianten. Einmal die tote und einmal die lebendige. Das heißt, wir müssen eigentlich noch einen weiteren Netherite-Block abbauen. Oh mein Gott. Ja, wir werden jetzt erstmal nur die tote Variante sehen, weil wir haben eh noch keine Tools. Machen weiter mit Green Terracotta. So, Green Terracotta wiederum bringt uns zu Cyan Concrete. Ja, es ist halt eine etwas längere Kette von unserem Netherite-Block aus. Zu dann am Ende Zyanwolle, aha, zu einem Birkenboot. Ist okay. Zyanwolle würde aber an sich auch bedeuten, dass wir auf jeden Fall auch einen Teppich machen können. Um das nochmal ganz kurz zu erwähnen. Ich möchte momentan aber wirklich keine, ich möchte wirklich keine weiteren Netherite-Blöcke abbauen. Was wir jetzt erstmal nochmal machen können, Nether Bricks. Ergeben uns Nether Bricks. Für mich immer noch sehr verwirrend. Nether Brick, Nether Bricks, der Block dann halt. Ihr versteht schon. Den können wir wiederum auch abbauen. Und hoffen wir, dass der jetzt was gönnt, weil dann ansonsten müssten wir jetzt einfach auf unseren Baum warten. Joa. Eine Glasscheibe. Und die gibt uns wiederum... Oh! Bro! Ja, es tut mir leid. Wir können auch, by the way, immer noch hiermit was machen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Aber erstmal, Baum Nummer 2 ist gewachsen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, neues Holz ranholen. Und dann hoffen wir, dass wir weitere Setzlinge bekommen. Boah, wir müssen uns eigentlich eine Axt machen. Weil dann können wir den entwachsen. Oh mein Gott, Bro, ist das hier ein... Also, das hier ist so eine Wissenschaft. Erstes Tool, den jetzt erstmal entwachsen. Erstes Achievement, by the way. Dann können wir ihn gleich abbauen und ihn hier auch entwachsen. Und er kann jetzt erstmal noch weiter oxidieren, damit wir neue Blöcke bekommen. Und Setzlinge technisch, da kommt doch bestimmt noch was. Ansonsten, es wäre ein bisschen doof, weil Skyblock... Achso, Sweet Dreams... Ah, nee, never mind. Ja, moin, wir haben... Das war nicht das erste Achievement. Sweet Dreams und dann hatten wir Sky's the Limit wegen der Elytra. Klassiker. Bitte, wir brauchen einen Setzling. Ganz, ganz dringend. Oh Mann, ansonsten haben wir halt nie wieder Holz. Und das ist halt für das Projekt ein bisschen schwierig. 4 Stück, 3 Stück... Ich meine, wir können halt ein Setzling auf jeden Fall nochmal so gedroppt bekommen. Ich meine, vorhin hat es auch bei den letzten zwei nochmal was gedroppt. Ich brauche einen Setzling. Nur einen Setzling. Ich gucke einmal weg und jetzt wird einer weg sein. Ich drehe mich um in 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, bumm. Also, das ist echt gruselig, dass sowas funktioniert bei mir immer. Okay, du hast gewonnen. Hey, du bist der letzte Verbleibende. Das letzte Verbleibende Leaf. Du kannst jetzt gerne ein Setzling geben. Na gut, dann starten wir auf jeden Fall mal unsere kleine Expedition darüber. Ja, irgendwann müssen wir auf jeden Fall darüber zur Mini-Wüste. Zweier Kaktus mit einer Kiste. Bin ich sehr, sehr gespannt. Boah, ich glaube, ich mache... Bitte lass es mich nicht bereuen. Ich habe Hoffnung in den Schildern. Bitte. Also, wirklich, bitte. Bitte gönn. Und zwar... Okay. 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 Das ist, sehr gut. Also, unfassbar gut. Aber vielleicht ein bisschen früh. Also, so ganz damit, also darüber reden... Also, nein, das ist früh. Gibst du was anderes, wenn du an einem Block bist? Nein. Okay. Damit haben wir Enderaugen. Wir reden nicht mal über Enderperlen oder so. Und er ist weg. Oh mein Gott, wir haben keinen Setzling mehr. Gemischte Gefühle. Also wir haben das. Ja, wir brauchen noch Endportal-Frames, um halt ins End irgendwann zu kommen. Aber damit kann man definitiv erstmal arbeiten. Und wir bauen jetzt aber ganz kurz erstmal den Cut-Copper ab. Da gibt es noch ein bisschen was zu holen. Hoffentlich. Mossy Cobblestones der. Okay. Geht über zu Yellow Concrete Powder.
Und das zu einer Music Disc. Danke. Okay, das bedeutet für uns jetzt momentan im Umkehrschluss, dass der Kaktus einmal gewachsen ist, aber auch, dass wir gezwungen sind, hier etwas zu machen. Weiteres Achievement, wir müssen uns ein Cobble Gen machen. Le Cobble Gen ist ein bisschen tricky. Ich glaube, ich würde den ganz gerne hier machen. Daraus können wir uns dann mit dem Concrete Powder nochmal ein paar Sachen auch so weitermachen. Aber ich brauche ein paar mehr Blöcke, um das halt so richtig vorzubereiten. Das heißt, momentan müssten wir ein bisschen warten. Oder wir machen es jetzt aus experimentellen Gründen. Droppst du mir schon randomized Sachen? Sorry, Jungs. Nö. Es gibt noch keinen randomized Drop hier draus. Also, Kabelgenerator. Wasser muss einen Block runterfließen. Lava muss da neben der Seite stehen bleiben. Ich meine, habe ich hier nochmal... Ich könnte es da doch hier bauen. Dann machen wir das Ganze einmal so. Und natürlich die große Frage. Ich glaube, von der Logik her müssten wir auf jeden Fall ein Item und Wasser hier draus bekommen. Heißt... Hier kommt am Ende die Lava hin. Hier kommt Wasser rein. Machen wir das Ganze einmal so. Dann machen wir das Ganze... Wir bauen das einmal ab. Bekommen ein neues Item. Ja, damit ist unsere Rüstung momentan statisch. 0 Armor Bars, aber 2 Sachen an. Aber Wasser kommt jetzt hier rein. Lava kommt hier gegenüber. Und wir erhalten damit einen Cobble Gen. Und das ist erstmal eine Menge wert, denn aus Cobblestone bekommen wir Mud Bricks. Und aus Mud Bricks kann man viele verschiedene Sachen machen. Slabs, Stairs, ja, das war's. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir daraus machen können. Und das ist schon mal super gut. Also es ist hier noch keine Sackgasse. Wir sind noch am Leben. Und damit können wir uns auf jeden Fall rüberbauen. Easy. Es geht doch mehr als gut voran. Und den hier können wir auch noch machen. Was gibst du denn überhaupt? Roten Teppich. Okay. Und das gibt eine Dia-Schaufel. Okay, okay. Nicht schlecht. Damit ist ja, das allererste Dia-Tool. Und das kann schon sehr praktisch sein. Für die ein oder andere Operation. Wenn wir mal vielleicht... Weiß ich nicht, was wir heute noch so vorhaben. So, ganz kurze Operation. Wir können einerseits Stairs machen. Wir können Slabs machen. Und ich glaube, das war's. Das sind 3 weitere Blöcke, aus denen wir... eine Schalker bekommen. Die können wir an sich nicht benutzen. Wenn wir sie abbauen... Ja, dann war's das. Oh, wir können auch eine Wall machen. Die bauen wir auch direkt mal ab und kriegen. Und das ist ganz wichtig. Weitere Blöcke. Weitere Blöcke, die rein theoretisch uns zu krassen neuen Zielen führen können. Meine lieben Zuschauer. Ein Diamantblock ist tatsächlich, würde ich sagen, ein sehr, sehr, sehr gutes Szenario. Denn, nun ja, Diamanten und wir haben sogar noch Sticks, können uns damit. Also daraus können wir uns auf jeden Fall erstmal stabile Werkzeuge machen. Ich glaube, das ist, ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Damit sparen wir so viel an Zeit, das ist so gut. Weil, naja, so ein Cobblegen, der bockt damit schon nochmal ein bisschen mehr. Also, aus einer normalen Mud Brick Stair bekommen wir Diamantblöcke. Logischerweise können wir jetzt auch einen Diablock nochmal abbauen. Wir können uns daraus so vieles machen, also auf jeden Fall stabile Rüstung. Jetzt aber erstmal diese Kollegen hier wieder abbauen. Okay, Cobweb, gute Richtung, gefällt mir. Ja, können wir das Schere abbauen. Wax Cut Copper Stair. Gibt Wax Exposed Cut Copper und ein Smithing Template. Dann hier haben wir unsere Feuerkoralle. Die Lily of the Valley. Sieht immer ein bisschen traurig aus. Verdant Froglight, das hat mich mal in manchen Challenges schon sehr viele Nerven gekostet. Wir haben jetzt, by the way, fast jede einzelne Kupfer-Version wirklich durch. Und den Kollegen, den werden wir nicht brauchen. Die rote Schalker gibt uns Holz. Moment mal. Und die rote Schalker hatten wir aus... Warte mal, das bedeutet, unser Cobblegen gibt uns unendlich Holz. Das heißt, wir haben zwar keine Bäume mehr so direkt, aber kommen trotzdem an unendlich Holz. Und das ist auch super, super wichtig. Und den Kaktus von dort drüben, den kriegen wir jetzt einfach schon. Also ihr seht, es läuft fantastisch. Aber was ein Diablock gibt, Soul Soil und eine Leather Horse Armor. Okay, interessant. Die tote Koralle gibt uns... Cobblestone Slab. Und dann machen wir einen grauen Banner und haben... Warte mal, was ist das? Einen Strider. Moin, Chef. Willkommen auf meiner kleinen Insel, auf meinem kleinen Paradies. Er kann mir halt Strings geben, rein theoretisch. Wir müssen jetzt auch erstmal ganz kurz klarkommen. Wir bekommen rein theoretisch aus diesen Mud Bricks eine Menge Sachen. Wir haben Dia-Tools. Mehr oder weniger unendlich, denn wir bekommen eben auch Holz. Wir bekommen Dias, wir bekommen Holz, wir bekommen so viele gute Sachen hier raus. Und vor allem können wir jetzt aus dem Holz, und das ist jetzt hier auch Spruce, aus diesem Holz bekommen wir ja auch wieder super viele neue Sachen. Und zwar unter anderem... Oh, ich glaube,
Das Spawn-Ei sollte ein Vindicator sein, der uns Emeralds droppt. Ah, wobei die Drops sind ja randomized. Es ist ein Silberfisch. Hallo. Das ist das erste Monster, das wir töten. Leider hat es keinen Drop. Ein Medium Amethyst Butt, der uns zu einem... Oh mein Gott, es wird Zeit. Es ist endlich mal wieder soweit. Zu einem weiteren Baum führt. Machen wir dich erstmal hier weg. Dann kann der Kollege dort wachsen. Und dann haben wir erstmal einen Baum. Und mit einem Baum bekommen wir neben dem Cubblegen noch eine weitere unendliche Quelle, um Blöcke zu bekommen. Eine orangene Kerze gibt mir eine orangene Kerze. Das findest du lustig, oder? Also, ein Cobweb von der Seite gibt am Ende einen String. Aus dem String wiederum können wir Wolle machen. Können wir uns eine Menge Sachen craften. Aber auch einfach nur den String abbauen, der uns... Ich bin... Mittlerweile bin ich ein bisschen verwirrt mit unseren ganzen... so viel Wachs und so viel Kupfer, so viel da und so viel hier. Das ist ein bisschen verwirrend. Wax Exposed Cut Copper Slab. Keine Ahnung, ob wir dich schon hatten. Aber nee, hatten wir noch nicht. Gibt uns Warped Trapdoors, die uns wiederum einen Enchanter geben. Aha. Naja, warum auch nicht? Also wir können uns einerseits damit stylisch rüberbauen. Aber natürlich ist ein Enchanter auch einfach so super praktisch. Effizienz drauf, Unbreaking drauf, für so viele Sachen sehr, sehr, sehr nützlich. Aber wir können ihn selber natürlich auch nochmal abbauen. Und bekommen Deep Slate Emerald Erz. By the way, wir kriegen das allererste Mal Hunger. Ja, mit einem Ofen ist das wiederum für ihn hier sehr interessant. Aber bekommen wir momentan einen Ofen? Ich glaube momentan noch nicht. Braune Farbe, braunes Bett. Nee, den werden wir definitiv jetzt hier nicht spawnen. Das könnte sehr nach hinten losgehen. Sehr, sehr nach hinten. Jetzt so langsam werden es halt immer ein paar mehr Sachen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man verliert langsam den Überblick, weil es ein bisschen... Also es ist sehr viel. Aber ich glaube, das, was jetzt auf jeden Fall erstmal nicht schaden kann, ist ordentlich weiter von den Mudbricks hier zu sammeln. Und bevor sich noch mehr Leute darüber aufregen, natürlich gönnen wir uns auch verständlicherweise eine Dia-Rüstung. Wenn dir Minecraft Diamanten gibt, Diamantblöcke, dann mach eine Rüstung raus. Altes Minecrafter-Sprichwort, das es so definitiv gibt. Okay, dann machen wir uns jetzt erstmal eine Menge Slabs. Machen wir uns eine Menge Slabs, denn die Slabs sind am Ende dann auch Holz. Aus Holz können wir dann wieder weitere Sachen machen. Holz eh immer sehr, sehr wichtig. Machen uns damit jetzt gleich Zauntor, Zaun, Tür und. Eine Menge gibt es damit zu holen. Und zwar haben wir eine Tür. Easy. Wir haben einen Zaun. Auch sehr easy. Wir machen uns ein Zauntor. Wir machen uns eine Pressure Plate. Und wir können uns auch nochmal einen Crafting Table machen. Den haben wir auch noch nicht abgebaut. Also Leute, ihr seht, neues Repertoire an hoffentlich ziemlich starken Sachen. Damit können wir erstmal alles an Holz immer wieder durchgehen. Crafting Table gibt uns das, was wir schon haben. Wow. Blaue Schalker. Dschungelboot. Kann direkt weg. Smooth Basalt, okay. Einen Sattel. Hallo, Kumpel. Kleines Upgrade für dich. Und eine Iron Trapdoor, die uns wiederum eine Dia-Spitzhacke gibt. Okay. Ich hätte mich vielleicht vorhin ein bisschen mehr drüber gefreut. Mittlerweile nicht mehr so wertvoll. Granit Wall. Und Glowstone. Ja, Ausbeute, muss ich sagen, nicht sonderlich krass. Nicht wirklich krass besonders. Aus jetzt unseren Spruce-Sachen. Aber es gibt natürlich noch ein bisschen mehr. Deswegen fahren wir uns noch mal ein bisschen mehr. Dann, wir haben wieder ordentlich Holz. Machen uns damit ein Schild. Eine Kiste wird mal langsam Zeit. Und dann machen wir uns noch ein paar Holzsachen. Wir können, by the way, an der Stelle nochmal eine Schalke auch umfärben. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Boah, es gibt so viele Sachen immer wieder, die man noch machen kann. Composter. Wir können uns einen Barrel machen. Eine Stufe. Und ich glaube, jetzt sollten wir echt alles erstmal durchhaben. Also, Kiste, Schild. Bitte, bitte Glück. Glaubt mir, das bringt was. Composter, Barrel und nochmal eine Stair. Und wir bekommen erstmal aus der Kiste, die wir die gesamte Zeit auch schon auf unserer Map haben, Weathered Cut Copper, ein Holzschwert. Infested Stone, Barrel, Stone Bricks, okay.
Und hier draus bekommen wir einen Zombie-Villager-Spawn-Egg. Das ist sehr, sehr interessant. Weil damit können wir uns um was sehr, sehr Interessantes noch kümmern. Aber erstmal machen wir hiermit nochmal weiter. Bekommen aus den Stone Brick. Oh, Torchflower. Und was bist... Oh, oh, okay. Evoker Zombie Villager Spawn Egg. Ich merke so langsam, das geht hier in eine etwas gefährliche Richtung. Torchflower erstmal. Es bleibt blumig. Und botig. Dann haben wir den Kollegen. Wolle. Aber ihr merkt, warum endet alles mit einem Boot? Ihr merkt auf jeden Fall, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die wir generell abchecken können. Wir haben halt da nochmal einen Farbstoff, wir können dort nochmal in der Richtung was machen. Das ist sehr, sehr motivierend. Es gibt momentan keine wirkliche Sackgasse. Und diese Spawn-Eier, ja, ich glaube, dass die uns auf jeden Fall, dass die Spawn-Eier uns auf jeden Fall auch nochmal eine Menge Vergnügen bringen werden. Und, Bro, was kriegen wir gerade für Endbosse? Piglin Brood, Evoker, Zombie-Villager-Spawn-Egg. Weiße Schalke haben wir aber auch noch. Die gibt uns wieder ein lilanes Bett. Lilanes Bett gibt uns wieder eine neue Blume. Die gibt uns wiederum Soul Sand. Eine Polished Granit. Der. Und ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen stylisch unterwegs. Also das sieht ehrlich gesagt nicht so richtig verkehrt aus. Meine Damen und Herren, also eine Netherite Piece. Ich habe hier an sich unendlich Dia-Blöcke. Ich glaube, damit kann man auf jeden Fall unsere Insel sehr, sehr stylisch erstmal ausbauen. Denn wir haben momentan Netherite Barren, aber wir können halt ohne Upgrade-Template können wir damit halt gar nichts anfangen. Also wirklich gar nichts, gar nichts. Und ich glaube, mit dem Glück, mit dieser Netherite-Chestplate, mit meinen zwei Lieblingsbewohnern auf unserer Insel, kann man wirklich sagen, ich glaube, wir haben was sehr, sehr Cooles hier gestartet. Und ich freue mich hoffentlich darüber, dass euch das Ganze auch gefällt. Lasst unbedingt einen Like da. Das war die allererste Folge. Wenn ihr eine zweite Folge sehen wollt, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich werde mit euch hoffentlich noch eine gemeinsame, sehr, sehr geile Zeit hier erleben. Unsere Insel sieht momentan noch etwas mickrig aus, etwas klein. Das wird sich ändern. Wir haben auf jeden Fall dort drüben noch was zu erkunden. Wir haben noch weitere Dinge, weitere Items, die abgecheckt werden müssen und vielleicht die eine oder andere Farm, die noch auf uns wartet. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Kanal, ist ein einziger Klick, würde mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, 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 ciao.